Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's auch gut. Boah, ich werde das Video jetzt einfach direkt Freestyle sofort aufnehmen. Wir haben jetzt gerade 8.15 Uhr, wie ihr gerade seht. Digga, mein Schlafrhythmus macht gerade Breakdance rückwärts. Ich schwör's euch, heute sollte eigentlich ein ganz anderes Video kommen. Das ist ja gerade von dieser Aline Elisa oder Elisa Aline irgendwas veröffentlicht worden. Das ist ja diese eine, die auch mit diesem Nicole von TikTok richtig gut ist und die machen da ja irgendwelche Videos. Ihr wisst schon, was ich meine. Und dazu wollte ich eigentlich so einen richtig fetten Real Talk raushauen. Aber ich muss doch auf einige Dinge warten, deswegen kam das jetzt perfekt. So, ne, Younes Amiri möchte auf jeden Fall einen Track veröffentlichen bald. Und er hat schon eine Hörprobe gepostet und darauf werden wir gleich reagieren. Aber davor werden wir erstmal auf Mariams TikToks reagieren. Ich muss euch eins sagen, ich bin nicht so, dass ich jetzt extra TikTok runterlade, um zu gucken, was die da treiben. Diese Sachen werden mir wirklich geschickt, so. Ihr macht Screen Recording und schickt mir das so. Und deswegen kriege ich das auch mit. Ich habe auch jetzt gestern gesehen, dass Younes Amiri mich geblockt hat. Keine Ahnung, vielleicht habe ich ihn ein bisschen zu hart getroffen, so. Tut mir auf jeden Fall leid, Younes, falls du was sehen solltest. Bald erwartet euch was sehr, sehr Großes, so. Also, was heißt sehr, sehr Großes? Okay, ich will jetzt nicht auf Kacke hauen. Aber ich habe mir wirklich, also ich versuche mir gerade meinen Traum zu verwirklichen, also einen kleinen Traum. Ich habe auch schon oft in meinen Streams diese Sache angesprochen. Ich möchte das jetzt hier auch nicht irgendwie veröffentlichen oder jetzt schon mal hier so anteasern, bevor jemand Auge macht. Da jetzt so oder so Lockdown ist, ach ja, erstmal an alle Lockdown Mubarak. Wegen dieser Hardcore-Lockdown wurde diese Sache jetzt verlängert, beziehungsweise es zögert sich jetzt alles so natürlich. Aber scheiß darauf, Hauptsache uns geht's gut, Hauptsache wir bleiben gesund. Und das ist erstmal an erster Stelle so, ne? Aber wartet ab, solange das alles sich beruhigt hat, wird ein Video kommen. Also ich sag euch ehrlich, ich bin schon nervös. Wallah, ich bin nervös. Weil das ist so ein kleiner Traum, den ich mir wirklich verwirklichen möchte. Und es dauert nicht mehr lange. Hoffentlich. Ich hoffe, ihr gönnt mir alle. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Hashtag, ich gönn dir. Ich küsse eure Augen. So, aber ich würde sagen, wir fangen einfach jetzt direkt schon mit dem TikToks an. Ich wünsche euch viel Spaß. Never, ever, ever, ever. Was denn? Die sagen, ich soll, dass ich keine Lust mehr auf dich habe und einen Nächsten suchen soll. Das wirst du niemals machen. Das wirst du niemals machen. Frag mal damals Daniel, Bruder. Daniel hat das auch gedacht. Das wirst du niemals machen. Ich küsse dein Auge, Bruder. Ich küsse dein Auge, Bruder. Wallah, meint ihr das jetzt gerade ernst? Oder selbst wenn das Spaß ist, sowas veröffentlicht man nicht, ne? Also meiner Meinung nach, Digga. Yani Younes, Bruder. Adam Olan, Bruder. Sie nennt dich Bruder. Deine Freundin nennt dich Bruder. Ich wallah, bei mir gibt's keinen Spaß. Inter, mein Bruder? Schuh, nennst du mich Bruder? La Inta, mein Bruder? Nein. Aber ich dachte, du bist mein Bruder, mein Onkel, mein Papa, mein Freund, alles. Dein bester Freund, dein Mann, dein alles. Mein Bruder? Auch. Au, du bist mir gerade weh. Und es bestätigt auf jeden Fall, dass er auch ihr Bruder ist. Okay, geil, nice, freut mich. Bruder, wallah, Billa, das ist ehrlich cringe, Bruder, ne? Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber stellt euch mal vor, eure Freundin sagt zu euch, du bist mein Bruder. Boah, das wird unnormal wehtun, wallah. Ja, ich bin da, wenn du mich brauchst, Schwester. Wie ging das? Ich passe auf dich auf. Ich passe auf dich auf und ich bin dankbar für alles. Weil, Bruder, du fest an mich glaubst, aber jetzt kommt ein neuer Song, Kiki, der wird alles zerreißen. Oh, mein Kopf. Oh, Entschuldigung. Und für wen ist... Oh, Entschuldigung. Younes, Bruder, hör auf. Komm wieder zu dir, Bruder. Was machst du da, lo? Richtiger Jibril geworden, Alter. Was ist los mit dir, Bruder? Chill doch mal ein bisschen. Was ist das denn? Essen. Oh, mein Kopf. Oh, Entschuldigung. Und für wen ist der Song? Für dich. Und dann finden diese ganzen kleinen Younes-Fans das voll süß, Bruder. Ich find das voll cringe, wallah, Billa. Sieh ihm sowas, Alter. Okay. Das war's dann jetzt erstmal. Kiki, abwarten. Kiki. Ich hab das Gefühl, Mariam feiert das gar nicht, dass der so ein Lied veröffentlichen möchte. Habt ihr ihre Fresse am Anfang gesehen? Do you love me? Are you riding? Ich hab sie gesagt, hat einer schon gesagt, hier etwas zwischen den Zehen. Walla Billa cringe. Walla cringe. Leute, Younes hat einen Song für mich geschrieben, was eigentlich relativ süß war. Ich versuche immer, euch zu überreden, dass ich das posten darf. Aber, ja. Ich glaube, er wollte sowieso eine Hörprobe auf Instagram posten. Aber er ist gerade noch nicht dazu gekommen. Aber ich versuche, ihn jetzt zu überreden, dass ich schon mal hier was posten darf. Wartet, vielleicht kommt es ja noch in diesem Video. Ich überprüfe mal ganz kurz. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Dass meine Wand einfach mal, also meine Stirn,
sieht manchmal einfach so aus, wenn ich schlechte Tage habe. Also Schwester, wenn deine Stirn wirklich so aussehen sollte, dann geh am besten zum Arzt, voilà. Also wenn wirklich deine Stirn so aussehen sollte wie die Wand, dann geh auf jeden Fall ja, zum Arzt. Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Er kommt. Hey, ist dein Laptop an? Geht oben? Ja, ich wollte... Ich habe eine Frage. Ich habe doch morgen hoch. Nein, jetzt, ich will ein bisschen zeigen. Bitte, 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 bitte. Bist du live? Nein, ich bin nicht live. Ich mache gerade ein Video. Aber das ist jetzt echt Sinn, deswegen schaue ich den zweiten Part an. Ich glaube, das ist gerade abgebrochen. Also ich finde es auf jeden Fall krass, dass Jonas jetzt auch noch einen Track schreibt für seine Freundin. Ja, krass. Ich würde sagen, wir reagieren jetzt auch direkt auf sein Musikvideo bzw. auf seine Hörprobe. Ja, gebt euch. Ich lauf und schau nicht mehr nach hinten. Gruß an alle Neider, die an meinem Erfolg erblinden. Gruß an alle Neider, die an meinem Erfolg erblinden. Okay, Bruder. Kann man so oder so sehen. Was meinst du jetzt mit Erfolg, Bruder? Was ist denn für dich Erfolg? Ja, sowas für dich Erfolg, Bruder? So? Mit so einem Gesicht Erfolg, Bruder? Ich bitte dich, ja. Aber kann man so oder so sehen, ne? Suche meine Fehler, aber können sie nicht finden. Suche meine Fehler, aber können sie nicht finden, Bruderherz. Du bist ein Fehler im System. Ich küsse doch dein Herz. Du bist ein Fehler im System, Bruder. Die Probleme und die Sorgen waren schlecht zu überwinden. Doch ich stehe. Es gibt keinen, der mich runterzieht. Bin bei vielen Menschen unbeliebt. Viele, die mich hassen und doch manche, die mich lieben. Doch das Einzige, was bleibt, ist am Ende nur Familie. Ich sag euch ehrlich, warte mal, was hat er gesagt? Viele, die mich hassen und doch manche, die mich lieben. Doch das Einzige, was bleibt, ist am Ende nur Familie. Das, was am Ende bei mir bleibt, ist die Familie. Ja, Bruder, da hast du auf jeden Fall recht. Aber du scheißt doch voll auf deine Familie, hä? So? Du bist der Letzte, der so eine Leim bringen dürfte. Am Ende bleibt nur die Familie. Aber Bruderherz, so, was machst du? Du scheißt doch auf deine Familie. So, das hast du gemacht, das ist doch krass. Die sagen so, 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 mach so und so, du scheißt drauf. Pennst sogar ein paar Tage bei Mariam. Also, ich misch mich da nicht ein, ne? Aber die Leim müsste jetzt nicht sein, Bruder. Boah, die Leim müsste jetzt nicht sein. Bruder, bei komm auch Track von mir, warte ab. Kalt, zeige keine mein Gesicht. Geh den Weg mit meiner Freundin, es gibt keinen, der uns bricht. Viele Neider machen Auge, weil der Teufel zu ihnen spricht. Hand in Hand nur du und ich, bis der Tod es unterbricht. Bruder, ich muss euch ehrlich sagen, so, die Reime sind nicht schlecht, Mann. Also ich finde das jetzt auch nicht schlecht, sage ich euch offen und ehrlich so. Aber ich gehe stark davon aus, dass er unnormal viel Hilfe bekommen hat. Und ich hoffe auch, dass er das auch in die Beschreibung schreibt. Weil der hat auch viele Musikvideos hochgeladen, die so oder so chap waren, die sogar von einem Ghostwriter geschrieben wurden, aber er hat die nicht irgendwie verlinkt oder so. Und dazu gibt es ja haufenweise Beweise. Guck mal, haufenweise Beweise. Bruder, ich werde Rapper, Mann, warte ab. Ja, mein Schatz, du warst immer schon mein Licht. Mein Herz gehört nur dir, lauf durch Scherben nur für dich. Ja, mein Schatz, du warst schon immer mein Licht. Bruderherz, du kennst dich gerade mal seit 6 Monaten. Wie, du warst schon immer mein Licht? Kannst du deiner Mutter sagen, dass sie immer dein Licht war? Oder du kannst du deiner kleinen Schwester sagen, dass sie für immer dein Licht war? Amarachim, Bune. Lanamarachim, du kennst den Hausmeister deiner Schule länger als die. Und besser sogar als die. Was laberst du da? Seit dem allerersten Tag stehst du zu mir wie eine Eis. Deshalb zeig mir, was du willst. Scheißegal, wie hoch der Preis. Denk zurück an alte Zeiten mit keinem an der Seite. Nein, ich ging den Weg alleine durch Berge und durch Schnee. Keine Freunde auf dem Weg, aber alles kein Problem. Hab das alles schon gesehen. Ah! Denk zurück an alte Zeiten mit keinem an der Seite. Nein, ich ging den Weg alleine durch Berge und durch Schnee. Keine Freunde auf dem Weg, aber alles kein Problem. Hab das alles schon gesehen. Aber Yunus, Bruder, ehrlich jetzt, ne? Was machst du da die ganze Zeit? Bewegung, Amanarim? Versuchst du den Jinn irgendwie abzuwehren, Bruder? Was ist das, Amanarim? Machst du irgendwie Muay Thai, Dings? Schattenbox von Muay Thai oder was, Bruder? Was ist das? Nein, ich ging den Weg alleine, dich schon gesehen. Bruder, so macht mein Opa, wenn FC Bayern München am Verlieren ist, Amanarim. Dann sagt er, Amanarodum Pichlere. Amanarodum Pichlere. Ja, was soll ich dazu sagen, Digga? So, an sich, Track ist nicht schlecht. Also, ich fand das jetzt nicht schlecht, aber so unauthentisch, weißt du, wie ich meine? Und das feiere ich gar nicht. Hier hat Mariam auf jeden Fall eine Story gepostet, das möchte ich euch mal kurz vorlesen, okay? Da hat irgendjemand eine Frage gestellt. Wie viele Kinder willst du haben? Da schreibt sie, ich habe beschlossen, relativ früh Kinder zu bekommen. Wenn ich so meine Schwestern sehe, die alle so kleine süße Babys haben, möchte ich unbedingt auch eins. Und ich denke, so insgesamt möchte ich, inshallah, erstmal 2 Kinder. Und wenn alles gut laufen sollte, möchte ich mit 20 mein erstes Baby. Also mit 20 schon erstes Baby. Muss jeder für sich selbst wissen, ne? Ich meine, guck mal, ich bin jetzt schon 20, ne? Weiß so von mir aus, ne? Ich war in deinem Alter auf jeden Fall viel reifer als du. Ich will nicht wissen, wie du mit 20 noch drauf bist. Du bist da immer noch so ein Chojo, weißt du, wie ich meine? Überleg dir das lieber dreimal. Was du dreimal, überleg dir das 300 Mal. Ob du dir sicher bist, dass du mit 20 ein Kind möchtest, so. Weil du bist im Kopf selber noch ein Kind, weißt du? Nach dem wie, die will mit 20 schon Kinder, will die dann anfangen zu machen dann? Die müsste dann schon nächstes Jahr anfangen. Yunus, weiber Yunus, du bist auch bald Vater, Alter. Krass. Ja, Leute, was soll ich euch dazu sagen, Digga? So, meine Meinung wisst ihr, ich brauche gar nichts mehr dazu zu sagen. Ich möchte aber gerne eure Meinung wissen. Schreibt mal bitte eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da, auf ein Abo würde ich natürlich freuen. Eine Sache möchte ich noch sagen. Ich bin fast jeden Tag live auf Twitch. Ich bin ja nachtaktiv, Digga. Ich bin Tom wie so ein Wolf. Wenn ihr irgendwie nachts Langeweile haben solltet, ich bin immer live auf Twitch. Schaut vorbei, wir zocken alte Spiele, Tom so nostalgiemäßig. Und dann reden wir auch miteinander. Ich rede mit meinen Abonnenten. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut auf jeden Fall vorbei, Lejanko.
1. Ich küsse eure Augen an meine Räume. Falls ihr keinen Account haben solltet, das ist Tambelech. Erstellt euch für 2 Minuten einen Account, Digga. Dauert nur 2 Minuten. Ich küsse doch eure Augen. Ja, meine Freunde, passt auf euch auf, macht keine Scheiße und haut rein.